Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu den neuen Commander Skills in Patch 0.6.0. In diesem Video werden wir uns jetzt jeden einzelnen Kapitänskill vornehmen, ihn erklären, was er bedeutet und alle Tierstufen von 1 bis neuerdings 4 durchgehen. Lasst euch nicht von der Wahl der Skills bei der Leander beeinflussen. Ich habe das extra so gewählt, dass der Großteil der Skills angezeigt wird, ohne dass inmitten immer ein Haken ist. Das ist also quasi nur für euch diese Skillung und es ist nur die Testserver-Umgebung, wie ihr seht. Tier 1, Skill 1 ist Priority Target. Ihr kennt diesen Skill noch vor Patch 0.5.6 oder so etwas. Wargaming hat nämlich beschlossen, den Detected Skill aus den skillbaren Skills zu nehmen und in jedem Schiff zu geben. Früher musste man einen Punkt aufwenden, um das Detected angezeigt zu bekommen. Das ist jetzt standardisiert bei jedem Schiff schon dabei, um das Spiel noch casual zu machen, also noch einsteigerfreundlicher zu machen, wie es Wargaming erklärt. Jetzt ist der Skill wieder hier mit einem Zusatz, er heißt jetzt nicht mehr der Detected Skill, sondern Priority Target. Hier erkennt man nun nicht nur, wenn man entdeckt ist, sondern wird einem auch die Anzahl der Schiffe, die einem detected haben und die gerade aimen, also einen selbst als Ziel aufgeschaltet haben, angezeigt. Das bedeutet nicht, dass Schüsse schon unterwegs sind, das bedeutet nicht, dass die Kanonen schon ausgerichtet sind, sondern nur, dass man markiert ist als nächstes Ziel, auf das geschossen werden wird oder kann. Und hier muss man ganz klar sagen, dieser Skill ist für Anfänger vielleicht ganz praktikabel. Jemand, der schon mehr als 50 Gefechte hat, wird erkennen, dass wenn er offen ist und seinen Blick über die Minimap schweifen lässt, ganz klar sieht, es können die Schiffe auf mich schießen. Und deshalb ist er für erfahrene Spieler oder normale Spieler komplett unnütz. Spart euch den Punkt. Präventive Maßnahmen verringert die Gefahr des Ausfallens der Schiffsmodule. Das um -30%, kombinierbar mit den einzubauenden Verbesserungen. Von daher ein Skill, der wahrscheinlich jetzt den ersten Schlachtschiffskill bilden wird. Ansonsten gibt es nämlich dafür nicht so viel. Ist er praktikabel? Ja, für Schlachtschiffe, für Sekundärbewaffnung, für Flakbewaffnung, für alle anderen Schiffe, die weniger darauf angewiesen sind, ist er natürlich nicht einzusetzen. Attack, Ladeexperte. Beschleunigte Wechsel von Granatentypen, wenn alle Geschütze der Hauptbatterie geladen sind. -50% Nachladezeit beim Wechsel des Granatentyps. Das ist genau derselbe Skill, wie wir ihn schon jetzt im Skilltree haben. Auch Position 1, da hat sich also quasi nichts daran geändert. Er ist so praktisch, wie er halt bis jetzt praktisch war. Ich benutze ihn nirgends. Flugzeugwartungsexperte. Beschleunigt Flugzeugwartung und steigert die Trefferpunkte der trägergestützten Flugzeuge. +5% Trefferpunkte bei trägergestützten Flugzeugen, -10% Dauer der Flugzeugwartung. Der Skill ist ebenfalls selbsterklärend. Der ist quasi nur für CV, also Flugzeugträger, relevant. Und es ist einer der Pflichtskills für jeden Flugzeugträger. Das weiß sogar ich, der selbst keine Flugzeugträger spielt. Jetzt zu den Unterstützer-Skills. Direction Center for Catapult Launched Aircraft. Das heißt, alle Flugzeuge, die über ein Katapult gestartet werden, das sind Flugzeuge von Schlachtschiffen und von Kreuzern, bekommen ein zusätzliches Flugzeug bei jedem Einsatz dieses Verbrauchsguts dazu. Sprich, anstelle von 1 sind es dann 2. Dafür sind sie -20% schnell. Quasi -20% Geschwindigkeitseinbuße für ein zusätzliches Flugzeug. Quasi hat man die doppelte Möglichkeit, die doppelte Wahrscheinlichkeit bei anfliegenden Staffeln von Bombern und Torpedobombern, diese in Panik zu versetzen, um den Spread zu vergrößern. Auch nicht schlecht, aber nur nutzbar für wenige Schiffe. Kurvenkampfexperte. Verstärkt die Angriffskraft von Jägern im Kampf mit hochstufigen Flugzeugen. Je größer der Unterschied der Stufe ist, desto höher die Verbesserung. +10% mittlerer Schaden für jede Stufe Unterschied und +10% Fighter Munition. Dieser Skill ist nur bedingt nützlich. Flugzeugträger werden normalerweise Stufe für Stufe gematcht. Das heißt Stufe 6 zu Stufe 6. Das heißt, das fällt schon mal weg. Das heißt, in 90% der Fälle, wo man nicht 2 gegen 2 spielt und die anderen zwei Flugzeugträger unterschiedlicher Stufe sind, wird die Hälfte des Nutzens des Skills brach liegen. Ansonsten hat man nur +10% Munition, was dann wiederum nur auf das Anti-Strike-Setup als Hilfe angerechnet werden kann, denn eine Staffel mit +10% Munition beim Strike-Setup
kann man eigentlich auch komplett vernachlässigen. Dann kommen wir zum Beschussalarm. Der Beschussalarm ist quasi auch so, wie er jetzt hier implementiert ist, im alten Bild drin. Sobald man beschossen wird, und das über eine Flugzeit der Granaten von über 6 Sekunden, das ist meistens über 12, 15 Kilometer, je nach Schiff, welches auf einen schießt, bekommt man einen Beschussalarm angezeigt und kann ausweichen. Sprich, nur bei Sniping oder Long Range Feuer ist dieser Skill im Einsatz. Und sobald man offen ist, wird man sowieso beschossen. Deswegen sage ich diesem Skill einen Nutzen für normal und erfahrene Spieler von 0%. So für Anfänger ist er ganz nett, aber den Kapitän kann man dann getrost vergessen später. Evasive Maneuver, quasi für Flugzeugträger und nur für Flugzeugträger. Der Skill bewirkt eine minus 40%ige Aufdeckung, plus 15% Trefferpunkte der Flugzeuge, aber minus 30% Geschwindigkeit der Flugzeuge, aber nur, wenn die Flugzeuge zum Carrier zurückkehren. Sprich, man wird minus 40% weit gesehen, haben ein bisschen mehr HP und sind 30% langsamer. Der Nutzen ist schwierig abzuschätzen, denn sie sind zu langsam, damit können sie nicht fliehen. Man sieht sie zwar weniger weit, aber der gegnerische Flugzeugträger wird in Kürze wissen, wo der Flugzeugträger der eigene ist, und die 15% HP nützt einem dann auch nichts, wenn man nicht entkommt. Tier 2, höchste Alarmbereitschaft. Der Skill, der auch jetzt schon verbaut ist. Minus 10% Nachladezeit des Verbrauchsmaterials, Schadensbegrenzungstrupp. Ich habe ihn bisher kaum genutzt. Jetzt wird er natürlich aus Mangelung an Vergleichbarem für manche Schiffe wieder in Forderung gedrängt. Mal sehen, was dann später dabei rauskommt. 1000 Sasa, minus 5% Nachladezeit für alle eingebauten Verbrauchsmaterialien. Wenn man sich das ansieht, brauchen die eingebauten und Verbrauchsmaterialien ungefähr knapp 2 Minuten, bisschen drunter, bisschen drüber. 5% davon, das sind dann 3 bis 6 Sekunden, je nach Verbrauchsmaterial. Wenn ein Schiff die 3 Sekunden braucht, um das Verbrauchsmaterial einzusetzen, um nicht zu platzen, dann hat man sowieso vorher schon genügend Fehler gemacht, deswegen meh. Elite-Schütze bewirkt genau dasselbe wie auch vor dem Patch, vor der Umwandlung der Commander-Fertigkeiten. Ist so praktisch wie immer. Ist auch auf Platz 2, von daher je nach Schiff und Klasse auf jeden Fall empfehlenswert. Torpedobeschleunigung ist auch dasselbe wie vorher, plus 5 Knoten für minus 20% Torpedoreichweite. Praktisch für Long-Range-Torpedos mit geringer Geschwindigkeit. Der Nutzen ist dasselbe wie vorher. Smokescreen Expert, ein neuer Skill, plus 20% erhöhter Radius der Smoke, auf jeden Fall empfehlenswert für Schiffe wie Kutuzov und ich glaube alle RN-Cruiser, also Royal Navy-Kreuzer, die können den sehr gut gebrauchen. Geskillte Kapitäne müssen ihn jetzt nicht unbedingt dabei haben, denn die haben es auch so drauf. Aber für alle Normalos empfehlenswert. Wird sicher seine Anwender finden. Heckschützenexperte, plus 10% mittlerer Schaden pro Sekunde der Selbstverteidigungsbewaffnung für Flugzeuge mit Heckenschützen. Man muss jetzt wissen, Flugzeuge mit Heckenschützen sind glaube ich nur Bomber. Ich weiß gar nicht, ob Torpedobomber die auch haben, aber auf keinen Fall Jäger. Bomber kämpfen nicht. Sind sowieso langsamer als Jäger, das heißt, es wird nicht viel Nutzen haben, hier 2 Punkte zu investieren, damit beim Feind ein Jäger abgeschossen wird. Außerdem, wenn es mit der Spezialfähigkeit, Barrage, ich hoffe, ich spreche es nicht falsch aus, genutzt wird, dann wird auch kein Jäger abgeschossen. Von daher, Nutzen, Kosten eher mau. Letzte Möglichkeit, verbessert die Nachladegeschwindigkeit der gesamten Bewaffnung, wenn das Schiff nur noch wenig Trefferpunkte hat. Und das sind 0,1% der Reload-Time für jedes 1% der Trefferpunkte, die man verloren hat. Auf gut Deutsch, wenn man 99% der Trefferpunkte verloren hat, also knapp vor dem Exodus steht, bekommt man genau 9,9%, sagen wir 10% erhöhte Reload-Geschwindigkeit. Das sind bei einem Schlachtschiff 3 Sekunden, bei einem Kreuzer durchschnittlich 1 bis 1,5 Sekunden und bei einem DD sind das, ja, Millisekunden. Das ist dann sozusagen obsolet, deswegen für mich auch dieser Skill rein objektiv betrachtet, wahrscheinlich auch für die meisten anderen, keine Option. 2 Punkte kann man einfacher verschwenden. Zum Beispiel kann man es investieren in mit letzter Anstrengung. Ein Skill, der auch mit dieser Version der Kommandantenskills nicht verändert wurde, ist auch auf diesem Platz geblieben. Tier 2, wenn mich nicht alles täuscht. Das Schiff kann sich weiter bewegen und manövrieren, wenn Motor oder Lenkgetriebe ausgefallen ist. Ich glaube, 2 bis 3 Sekunden mehr Ruderstellzeit bekommt man da hinzu und die Höchstgeschwindigkeit fällt auf minus 5 Knoten, minus 5, minus 6 Knoten aus Erfahrung. Und da sind wir schon bei den Tier 3 Skills.
haben wir Brandschutz, -7% Brandwahrscheinlichkeit. Das ist wie schon bekannt, auch übernommen aus den alten Kapitänsfertigkeiten, eine -7%ige Wahrscheinlichkeit, die multiplikativ hinzugefügt wird, deswegen nicht weiter relevant und auch schon wie im alten Kommandantenfähigkeitsbereich außen vor gelassen. Grundlagen der Überlebensfähigkeit, beschleunigte Modulreparatur steht da, -15% auf Zeit für Reparatur, Brandbekämpfung und Wasserauspumpen. Das ist ein Skill, der ehemals nur einen Skillpunkt gekostet hat, jetzt kostet er 3. Das ist natürlich vor allem für Schlachtschiffe, die oft HE-Angriffen und Torpedoangriffen ausgesetzt sind, sehr praktisch. Jetzt ist er halt um 2 teurer, wird sicher auch seine Liebhaber finden. Notgedrungen natürlich, denn ja, das kann man gut brauchen. Torpedobewaffnungskomponenten, -10% Nachladezeit der Torpedowerfer, -20% Wartungszeit von Torpedobombern. Das ist ebenfalls ein alter Skill hier auf Tier 3, ist immer wieder praktisch, vor allem eben für Strike-Setups von CVs und natürlich auch für vor allem IGN-DDs. Also den DDs, welche die Hauptbewaffnung Torpedo haben, ist es quasi schon ein Pflichtskill auf hohem Tier. Emergency Takeoff macht es möglich, auch Flugzeuge starten zu lassen, wenn der Flugzeugträger brennt. Das hört sich mal in erster Linie sehr toll an und sehr gut an, wenn man es aber genauer betrachtet. Ist ein Flugzeugträger schon gespottet, dass er beschossen werden kann und brennt, dann ist vorher schon einiges falsch gelaufen und dann wird dann meistens dieser Skill auch nicht mehr schützen, wage ich einfach mal zu behaupten. Ich weiß nicht, vielleicht sieht das ein geübter CV-Fahrer anders, aber ich denke, die sehen das ähnlich. Da man als CV eigentlich gar nicht gespottet werden will und deshalb auch nicht von selbst anfängt zu brennen, ist dieser Skill einer der Skills, die man eigentlich kaum beachten muss. Schießgrundausbildung verbessert die Leistung der Hauptgeschütze. -10% Nachladezeit für Hauptbatteriegeschütze eines Kalibers bis einschließlich 139 mm und aller Secondary-Geschütze. +20% mittlerer Schaden je Sekunde der Flugabwehr, ein ehemals Tier 1 Pflichtskill. Jetzt auf Tier 3, danke Wargaming, ist dennoch ein Skill, den man haben sollte bei bestimmten Schiffsklassen. Man sieht Secondary Builds, Schlachtschiffe, vor allem deutsche Schlachtschiffe ab Tier 8 und man sieht Gun-DDs, -10% Nachladezeit für US-DDs und russische DDs, ist natürlich nicht zu verkennen. Der gute alte Inspekteur ist dort geblieben, wo er war, auf Tier 3. Wieder DDs und Schlachtschiffe für den Heal und für den Smoke und natürlich auch für Kreuzer ab Stufe 9 ist er ein nicht unwichtiger Skill. Jetzt muss man aber abwägen, denn die Tier 3 Skills sind momentan die wichtigsten und es gibt sehr viele davon, die sehr nützlich sind. So wie Sprengmeister verbessert die Chance, ein gegnerisches Schiff in Brand zu stecken. Ehemals Tier 4 Skill, jetzt auf Tier 3, einen Punkt günstiger. Dafür aber hat er anstelle von wie früher +3% Brandwahrscheinlichkeit nur noch +2% Brandwahrscheinlichkeit, wird man wahrscheinlich trotzdem immer noch wählen, ist aber natürlich um 33% weniger wert, aufgrund der um 1% gesenkten Brandwahrscheinlichkeit, kostet aber nur 25% weniger. Das heißt, der Skill ist, wenn man es im Verhältnis betrachtet, jetzt nicht mehr 3 Skillpunkte wert, im Gegensatz zu vorher 4. Muss dann jeder selbst entscheiden, es wird immer schwieriger hier. Wachsamkeit vergrößert die Torpedoerfassungsreichweite. Ebenfalls ein Skill, den man wählen kann, aber wahrscheinlich dadurch, dass so viel auf Tier 3 jetzt ist, das wichtiger ist als Wachsamkeit, wird er schätzungsweise komplett vernachlässigt werden, wobei für Schlachtschiffe nicht ganz unnütz. Je nachdem, wie man sie spielt, wenn ich auf +15 km spiele, dann brauche ich das natürlich nicht, aber wenn ich unter 10 km meine Secondary zum Einsatz bringe, ist er natürlich sehr praktisch, vor allem in Kombination mit anderen Modulen. Nun sind wir in der ehemals Königsklasse Tier 5 angelangt, jetzt Tier 4. Beginnen mit manuelles Feuern der Sekundärbewaffnung. Der ehemals beste Skill für Tier 9, Tier 10 Schlachtschiffe, die auf Sekundärfeuer ausgelegt sind, kostet jetzt bei gleichbleibendem Angebot nur noch 4 Punkte. Ihr seht immer noch -60% und -15%, die Tiers sind auch gleich geblieben. Das heißt, hier hat man einen Punkt gespart. Experte der Überlebensfähigkeit, ein ehemals Tier 4 Skill, sehr praktisch für Gunboat DDs, die lange Zeit offen sind, aber auch für jegliches DD,
Ab Stufe 8 macht sich das bezahlt. 400 Punkte für jede Schiffsstufe. Sind bei Stufe 8 3200 und dann 4000 bei Stufe 10. Sehr praktikabel. Ist fast ein Fünftel der sonstigen HP von DDS. Ein neuer Skill, Inertia Fuse for HE Shells, quasi eine HE-AP, steht hier, erhöht die Armor-Penetration Kapazität von HE-Granaten, wenn man sie von der Hauptartillerie und der Sekundärartillerie abfeuert, aber nimmt dadurch minus 6% der Feuerchance. Und das gilt sowohl für die Hauptartillerie als auch für die Sekundärartillerie. Sprich, denkt man sich, oh geil, die Armor Penetration ist natürlich abhängig vom Kaliber. Das heißt, wenn ich ein Schiff mit relativ hohem Kaliber nehme, wie zum Beispiel eine Yamato, wo ich ansonsten auf unter 10 Kilometer bei 90% der breitseitig fahrenden Tier 10 Kreuzer, vor allem bei den Briten, einfach durchpfeffere und ich meine 1130 und noch was Overpen-Schaden bekomme, hau ich mir jetzt hier HE-Shells rein mit 25% Penetration und komme mit den 460ern bis zur Zitadelle und hab dann Zitas mit HE. Aber dafür hat man dann einfach minus 6% Brandwahrscheinlichkeit. Was bei der Hauptartillerie keine Rolle spielt, aber bei der Sekundärartillerie von 8% auf 2% dann fällt. Was bei der Yamato nicht so krass ist, denn sie nicht so gute HE-Secondary hat, aber bei den deutschen Schlachtschiffen ist das natürlich ultra bitter. Dieser Skill ist mit Vorsicht zu genießen und vielleicht am ehesten noch auf anderen Schiffen einzusetzen, aber eher nicht. Luftherrschaft, Änderung der Anzahl der Flugzeuge in einer Staffel, plus 1 Sieger, plus 1 Bomber. Natürlich eine tolle Fertigkeit, die ist meiner Meinung nach, also für CVs natürlich, für Flugzeugträger, nur für Flugzeugträger, und die ist meiner Meinung nach sehr stark und für 4 Punkte ist sie mir als geschenkt. Ehemals ein 5er Skill, uneingeschränkt empfehlbar. Verbesserte Schießausbildung, ehemals Tier 4, Advanced Targeting Fire oder Firing Target, keine Ahnung wie es hieß, steigert jedenfalls die Angriffsreichweite der Hauptgeschütze von einem Kaliber unter 139 mm, also einschließlich, plus es erhöht die Flakfeuerreichweite ebenfalls um 20% und natürlich auch die Sekundärbatteriegeschütze. Unabdingbar für Secondary Builds auf Schlachtschiffen, für russische DDS und natürlich auch für amerikanische Schlachtschiffe aufgrund der erhöhten Flakfeuerreichweite. Ist jetzt ein 4er Skill, war vorher auch ein 4er Skill, das heißt, es macht ja keinen Unterschied, aber wie gesagt, die Builds, die früher möglich waren und 15 Punkte gekostet haben, kosten jetzt leider 16, 19, je nachdem welche Klasse, welches Build. Es wird also schwierig, man muss sich entscheiden. Manuelles Feuern der Flakbewaffnung ist auch ein 4er Skill gewesen, bleibt beim 4er Skill, hat genau die gleichen Eigenschaften, plus 100% mittlerer Schaden für Flugabwehrgeschütze mit einem Kaliber über 85 mm. Mit Markierung natürlich wie bei der Secondary. Hier bei manuelles Feuern der Sekundärbewaffnung. Einer der umstrittensten Skills, die es jemals gab in einem Kapitänsbaum, ist die Keen Intuition, Intuition oder Radio Positioning Finding. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Also, ich blende euch hier mal ein kleines Video ein. Habe schon ein, zwei Runden gefahren hier auf meiner Farragut. Das ist Keen Intuition oder Radio Positioning Finding RPF im Einsatz. Ihr seht, es ist eine in eine Richtung zeigende, extrem störende halbrunde Anzeige, in welcher Richtung das nächstgelegene Schiff ist. Und es ist so, man weiß nicht, welches Schiff es ist. Es kann auch springen, wenn sich die Schiffe abwechseln. Und das Schiff, das so gespottet wird, bekommt ein Symbol gezeigt, dass es gerade dadurch quasi richtungsgespottet ist, in Anführungszeichen. Das kann es, soweit so gut. Und jetzt ist halt die Frage, viele Spieler sagen, boah, das ist wie Wallhacking. Man sieht ja das Schiff unsichtbar, man kann nicht mehr flankieren mit DDs. Jedes Schlachtschiff weiß, aus welcher Richtung dann meine Torpedos kommen. Und das wird die schlimmste Möglichkeit sein, die es jemals gab, das Spiel so casual zu machen, wie es nur geht. Und ja, ich glaube das nicht so. Meine Meinung dazu ist, es ist ein scheiß Skill. Er nützt einem am Anfang gar nichts. Je länger das Gefecht dauert, desto effektiver wird er natürlich. Vor allem, wenn man im Kreuzer sitzt und gegen
einen restlichen DD kämpft zum Beispiel. Dann ist er natürlich praktisch. Aber jeder Spieler, der über genug Map Awareness verfügt, wird im Laufe des Gefechts schon sehen, wo die letzte Position des Schiffes war, oder die Schiffe, die für ihn wichtig sind, waren, und weiß ungefähr, da er schon die Erfahrung hat, wo diese Schiffe hinfahren werden. Dieser weitere Anzeigemodus ist eine kleine Hilfe, eine Verfeinerung, die ein erfahrener Spieler weniger nötig hat. Natürlich im gesamten Gefecht gesehen, jetzt nicht nur auf 1 vs 1 gesehen. Da ist natürlich eine enorme Hilfe, wenn man den Gegner nicht sieht. Von daher wird sich der Nutzen im Rahmen halten. Was ich nicht vorhersehen kann, ist, wie er sich dann in den Ranked-Spielen behaupten wird. Da wird es schwierig, weniger Spieler. Und dann 1 vs 1 öfter, kann man nicht sagen. Ich würde den Skill einfach vorsichtshalber komplett weglassen. Weil er ist einfach, man kann es nicht vorhersehen. Das, was manche Spieler im Forum schreiben, dass sie glauben, ja, wenn wir dann zu zweit sind oder zu dritt, dann fährt einer links, einer fährt rechts und dann können wir ihn zielgenau dort anpingen, in welchen Quadranten er sich gerade befindet. Ja, das mag schon sein, in einem Teamspiel, aber wie wir alle wissen, World of Warships ist kein Teamspiel, auch wenn zwei Teams gegeneinander antreten. Die Kombination beschränkt sich auf I wish your mother get cancer oder ich wünschte, du wärst tot oder verrecke du Moron oder und so weiter und so fort. Von daher, ja. Das war dann alles zu diesem Skill. Und hier bekommen wir den Tarnungsmeister, den Altbekannten, für anstelle 5 Punkten für 4 Punkte. Was ist jetzt meine Meinung zu dem veränderten Baum? Ich begrüße die Gratis-Umskillung meiner Kapitäne, da ich ein paar Kapitäne in Reserve habe, die ich verskillt habe, aber es mir nicht wert war, dafür 500 Dublonen auszugeben. Soviel zum Positiven. Das Negative ist, es führt Skills ein und wirbelt sie durcheinander, was nicht nötig gewesen wäre. Es wird nicht einfacher, seine Kapitäne zu skillen. Das Spiel an sich wird dadurch nicht einfacher, denn es gibt jetzt mehr Skills und vor allem gibt es mehr wichtige Skills auf derselben Tierstufe, die man dann aus Mangel an Punkten trotzdem nicht mehr wählen kann. Man braucht jetzt weniger Erfahrung für den nächsten Kapitänsrang, aber schlussendlich braucht man dann dennoch mehr, weil es ja um eines erhöht wird. Meine Einschätzung ist, Wargaming scheißt auf den Spieler. Es hat gar nichts damit zu tun, den Einstieg für Anfänger, Einsteiger freundlicher und einfacher zu machen, sondern es geht einzig und allein darum, dass jetzt ein 19er Kapitän das machen kann, was vorher ein 15er Kapitän geschafft hat und man dafür jetzt Erfahrung in freie Erfahrung für Dublonen und Echtgeld umwandeln kann, um dahin schneller zu kommen. Das ist meiner Meinung nach der einzige relevante Grund. Und das war's dann. Da das Video so ewig lang gedauert hat und ich nicht weiß, wie eure Aufmerksamkeitsspanne ist, verfrachte ich alte Skill-Decks versus neue mit der Anzahl an Punkten in ein eigenständiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Ciao.